Liebe Genossinnen und Genossen, wir vollbringen gerade Höchstleistungen als Partei. Und ich finde, darauf sollten wir stolz sein. Was wir alle gemeinsam in den vergangenen Monaten im Kampf gegen Rechts und in der Flüchtlingsarbeit vollbracht haben, ist großartig. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier eine Aufgabe gefunden haben, die uns als Partei und als Landesverband zusammenschweißt. Wir sind präsent vor Ort, wir sind wieder verankert in der Zivilgesellschaft und wir gewinnen durch dieses Engagement neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Monate wird sein, zu gewährleisten, dass diejenigen, die derzeit zu uns kommen, auch thematische Strukturen und Andockpunkte finden. Das Netzwerk Willkommenskultur, das wir seit Anfang 2014 pflegen und zu dem regelmäßig zwischen 30 und 60 Personen aus dem ganzen Land und auch außerhalb der Partei kommen, ist dabei ein Baustein. Aktuell planen wir außerdem, eine Facharbeitsgemeinschaft zu gründen und wir bereiten eine Mitgliederwerbekampagne vor allem für die Zielgruppen Migrantinnen und Migranten und Aktive in der Flüchtlingsarbeit vor. Damit im Zusammenhang steht der Bereich der innerparteilichen Beteiligung an Politikentwicklung. Ich möchte, dass jede Genossin und jeder Genosse nicht nur bei Abstimmungen auf Parteitagen mitentscheiden kann, sondern vor allem in der täglichen Arbeit an der Entwicklung der Inhalte mitwirken kann. Die innerparteilichen Zusammenschlüsse sind ein guter Ort, wo genau das stattfinden kann. Ich glaube aber auch, wir brauchen noch weitere Formen, vor allem der fachpolitischen Vernetzung. Erste Ideen existieren, beispielsweise die Herausgabe eines Debattenhefts, um die Diskussion zu verschiedenen Themengebieten anzustoßen und mit begleitenden Veranstaltungen zu Ergebnissen für unser politisches Handeln zu führen. Und auch im Bereich der Stärkung der Zusammenarbeit der Fachpolitikerinnen in Facharbeitsgruppen besteht Handlungsbedarf. Auch die Regionaltage in der neuen Form stärken die Zusammenarbeit im Landesverband. Diese Vernetzungsarbeit sollte in den kommenden Monaten einen der Schwerpunkte unserer Arbeit bilden, auch um die Schärfung unseres politischen Profils inhaltlich voranzutreiben. Liebe Genossinnen und Genossen, als Landesvorstand haben wir in den vergangenen Monaten seit der Landtagswahl intensiv daran gearbeitet, das Profil der Partei zu schärfen und in der Öffentlichkeit stärker mit unseren Inhalten präsent zu sein. Mehr geht immer, aber ich finde, das ist uns gelungen, gerade in den Bereichen Bildung oder Flüchtlingsarbeit. Das wollen wir noch weiter ausbauen, auch in dem Wissen, dass unserem Koalitionspartner diese Profilschärfung nicht immer gut gefällt. Dennoch ist sie notwendig und wichtig für unser politisches Agieren als Linke. In den kommenden Monaten wird es außerdem darum gehen, unsere Aktions- und Kampagnenfähigkeit auszubauen. Wir haben da in den vergangenen Jahren einiges geschafft. Mit dem Ausleihservice für Materialien und der Technik für Demonstrationen und Veranstaltungen stehen uns als Linke in Brandenburg Instrumente zur Verfügung, die kein anderer Landesverband dieser Partei hat. Und diese Instrumente helfen uns, vor Ort die Präsenz zu zeigen, die nötig ist. Und dennoch wissen wir, dass wir auch Schwächen haben, an denen es weiterhin zu arbeiten gilt. So wissen wir, dass es uns in einigen Regionen schwerfällt, Wahlkämpfe wie in den vergangenen Jahren zu bestreiten. Deshalb wollen wir beispielsweise einen Pool aus Aktiven aufbauen, die bereit sind, wenn nötig, auch in anderen Kreisverbänden auszuhelfen. Ein Teil derer, haben wir vorhin gehört, war ja auch in Sachsen-Anhalt. Warum sollten wir das nicht auch im eigenen Landesverband ausbauen? Das brauchen wir auch für die anstehenden Bürgermeister- und Landratswahlen, ebenso wie für den kommenden Wahlzyklus, der mit der Bundestagswahl beginnt. Liebe Genossinnen und Genossen, dass ich heute noch mal hier stehe und erneut als Landesgeschäftsführerin kandidiere, hätte ich vor einem halben Jahr selbst nicht geglaubt. Vor allem, weil die Arbeitsbelastung der vergangenen Monate sehr, sehr hoch war. Wir haben uns im Landesvorstand und mit den Kreisvorsitzenden sehr lange darüber unterhalten, ob ich ein weiteres Mal kandidieren sollte. Wir haben gemeinsam entschieden, dass ich das tue, vor allem aus drei Gründen. Erstens, weil wir in der Konstellation, in der wir sind, organisierte Schnittstellen zwischen Partei und Fraktion brauchen, um das immer wieder und völlig zu Recht eingeforderte Rollenspiel bewerkstelligen zu können. Das meint sowohl den Informationsschluss zwischen den Akteuren als auch die mediale Präsenz. Zweitens, weil wir in der aktuellen gesellschaftlichen Situation rund um die Fragen der Flüchtlingspolitik und dem Kampf gegen Rechts als Partei vor allem eine gesellschaftspolitische Aufgabe haben und die Verbindung von parteipolitischen und parlamentarischen Aktivitäten in diesem Bereich eine ganz neue Bedeutung bekommt.
Und drittens, weil die vergangenen Jahre der Arbeit als Landesgeschäftsführerin auch einen Erfahrungsschatz mit sich bringen, sowohl in der Kenntnis des Landesverbands, der Aktiven in den Kreisverbänden und der Strukturen und Gremien und auch in der Vorbereitung und Führung von Wahlkämpfen. Gleichzeitig wissen wir, weiß ich, dass die Sorge besteht, dass durch die Belastung durch das Landtagsmandat ein Teil der Arbeit liegen bleibt. Dem sind wir dadurch begegnet, dass wir eine Geschäftsstellenleiterin eingestellt haben, die einen Teil dessen, was bisher auf meinem Tisch lag und was vorrangig organisatorischer Natur war, hilft mit wegzuarbeiten. Aus unserer Sicht und den Erfahrungen der vergangenen 2 Monaten funktioniert das Modell gut, vor allem, weil ich mich dadurch auf meine politischen Aufgaben konzentrieren kann, also auf die Bereiche Koordination und Kommunikation mit den Kreisverbänden und Zusammenschlüssen, die Zusammenarbeit mit der Bundespartei, die Abstimmung mit der Fraktion und den Regierungsmitgliedern, Bearbeitung der kleinen und großen Konflikte, die immer mal wieder auftauchen, Politikentwicklung, strategische Öffentlichkeitsarbeit und auch die Strukturentwicklung und die Vorbereitung der Wahlkämpfe. Diese politischen Aufgaben mögen nicht immer sofort nach außen wahrnehmbar sein. Sie sind aber ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit in den vergangenen Jahren. Und wenn ihr mich heute wählt, werden sie auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sein. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Freundin offener Worte und ich weiß, dass meine direkte Art dem einen oder anderen manchmal schwer im Magen liegt. Christian grinst gleich. Ich kann euch nur um eins bitten, und das ist Ehrlichkeit. Sagt das, wenn etwas vorfällt, was euch stört. Das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für alle anderen in diesem Landesvorstand. Wir brauchen diese Rückmeldung. Weil nur wenn wir Rückmeldungen haben, wo etwas schief läuft, können wir dann auch tatsächlich was ändern. Die vergangenen 2 Jahre waren kein Spaziergang und wir alle hatten viel zu tun. Und manchmal waren wir auch überlastet. Wir hatten Tiefschläge und Rückschläge, aber es waren auch 2 Jahre, die haben Freude gemacht und wir haben gemeinsam viel, viel erreicht. Lasst uns daran weiterarbeiten, lasst uns zusammenstehen und unsere Kraft in die politische Arbeit stecken. Dieses Land braucht uns als Linke, dieses Land braucht unser Engagement gegen Nazis, für soziale Gerechtigkeit und für ein solidarisches Miteinander. Und genau daran möchte ich weiter mitarbeiten und genau deshalb bewerbe ich mich heute erneut als Landesgeschäftsführerin. Ich danke euch.